Hey Leute, und ich melde mich zurück von Cuphead. Wir haben nämlich noch keine 100%. Deswegen begeben wir uns jetzt mal zurück und schauen uns an, was könnte denn noch fehlen. Ich werde mal mit allen Bürgern sprechen. Das ist auf jeden Fall jetzt mal der Plan. Und wir schauen uns natürlich auch um. Und vielleicht kriegen wir dann auch die 100% zusammen. Es fehlen ja auch noch Achievements, wie ihr wisst. So, wir beginnen. Wo beginnen wir denn? Wo haben wir denn angefangen? Hier ganz hinten, ne? Oh, hallo, er winkt schon. Ja, wir kommen gleich zu dir. Aber erstmal gehen wir zu der Elder Kettle. Da ist nämlich unser Onkel. Onkel war es, gell? Vielleicht hat... Oh, was habe ich jetzt? Oh nein, ich bin ins Tutorial gegangen. Oh nein, das kann ich so gar nicht. Mist, da komme ich jetzt so schnell gar nicht mehr raus. Okay, dann müssen wir das halt nochmal schnell durchspielen. So. Mit dem Tutorial begonnen, finde ich immer gut. Wissen wir wenigstens, worum es geht. Hast du was zu sagen, mein Freund? Er ist so stolz auf uns, dass wir es geschafft haben. Ja, wir gucken auch noch nach anderem Mist um. Ja, und er sagt, es wäre, wir können das Ganze irgendwie auf Expert spielen. Können wir das? Können wir da was umstellen? Nö. Noch nicht, vielleicht müssen wir 100% dafür machen. Was geht mit dir ab, mein Freund? Ja, er sagt uns, dass wir auch mit anderen Leuten... dass wir mit anderen Leuten reden sollten, dass die uns vielleicht helfen können. Der hat uns nämlich am Anfang Münzen gegeben, falls ihr euch noch dran erinnert. Was geht mit dir ab? Oh, was ist das hier denn? Achso, der Blueprint. Nein, 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 nein. Ja, der erklärt uns ja einfach nur, wie das mit dem Flugzeug nochmal funktioniert hat. Aber das wissen wir ja bereits. Hier unten war, glaube ich, noch was. Das haben wir auch. Was ist mit dir hier, Freundchen? Okay, er hat auf jeden Fall keinen Bock, sein Geld in die Bank zu stecken, weil der Teufel, weil es dem Teufel gehört. Ist eine Meinung. Okay, die hat einfach nur erzählt, dass das Fischen jetzt vermutlich besser ist, weil wir die Geister weggemacht haben. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, hier ist nichts mehr im Startgebiet. Oh, was ist denn hier? Können wir da drunter? Oh! Ach, guck mal, wir haben Achievement bekommen. Cutting Corners. Es scheint hier Geheimwege zu geben. Okay. Hier allerdings nicht. Also müssen wir uns da auch nochmal umschauen. Vermutlich übersehen wir einfach hier zwischendurch mal was. Vielleicht finden wir da auch noch die ein oder andere Münze. Was ist eigentlich mit den drei Typen da unten? Die vermissen doch ihren vierten.
Und du hier? Ach, guck mal, wir können... Oh! Nice, wir haben den vierten gefunden. Ja, geh mal zurück zu deinen Leuten. Vielleicht kriegen wir von denen jetzt noch was. Ach, guck, jetzt sind sie alle wieder zu viert. Sehr schön. Oh boy, you did it. Oh, jetzt feiern sie mit einem Song. It's nice to rest your eyes and maybe go outside. Grab a book and get some air. So what are you waiting for? Bum, 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 bum. Take a quick break, tune the radio. There's chores to do, there's leaves to rake, strum the old banjo. You can practice your lindy hop, bum, 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 and maybe later sing with your barbershop. Why not take a little quick break and come back for more? Please come back for more. Sehr schön. Jetzt haben wir gar keine Musik mehr. Okay. Sehr ruhig hier, ohne Musik. Ein bisschen zu ruhig. Top, 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 top. Was geht mit dir hier oben ab? Gibt's hier nicht noch irgendwas zu entdecken? Das gibt's doch alles gar nicht. Er ist immer noch hier, der mit vier Dingern da jonglieren möchte und kriegt's nicht hin. Oh, wir haben eine Münze bekommen. Okay. Wir haben eine Münze mehr. Okay, finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass jetzt keine Musik mehr da ist. Wir gehen in die dritte Welt. Haben vermutlich dann auch wieder Musik. Ja. Und finden vielleicht hier noch irgendwo irgendwas. Hier am Strand vielleicht. So, was ist mit dem Pirat? Den haben wir doch... Den Pirat haben wir besiegt. Ja, der gibt uns hier einfach nur Tipps für seinen... Für den Boss. Was geht denn hier oben noch ab? Nichts mehr. Schildkröte, vielleicht geht mit der was ab. What? Okay, der hat... Moment, Moment, Moment. Wir können irgendwie die Farbe verändern. Geht das hier? Achso, Moment. Da ist Dings. Color Bleed. Keine Ahnung. Schwarz-Weiß. Das hat ja jemand geschrieben in die Kommentare, dass wir auf Schwarz-Weiß spielen können. Deswegen dachte ich, jetzt hätten wir das vielleicht jetzt freigespielt durch den Typ. Vermutlich müssen wir aber dafür erst die 100% kriegen. Immer noch die gleiche Story wie das letzte Mal. Nichts Neues. Wir haben ja auch alles abgeschlossen. Deswegen bin ich ein bisschen
bisschen verwirrt. Hier haben wir die 5. Wir haben alle Münzen, aber hier ist auch noch... Ich weiß es nicht. Hier oben vielleicht noch? Ah ne, hier oben war ja der Zug und aber hier hinten vielleicht noch was. Sind wir nämlich schon nicht hingegangen. Ne, hier scheint nichts zu sein. Ich muss überall mal schauen, aber... Ja, mit 2 Münzen kommen wir nicht weit. Wir waren jetzt eigentlich schon überall zum Reden. Und allerhöchstens die Level nochmal spielen, aber... Ah, hier mit ihm haben wir noch nicht geredet. Aber auch das ist die gleiche Geschichte wie das letzte Mal. Tja. Was tun? Okay. Ich habe mir ein bisschen Hilfe geholt. Wir brauchen ja gar nicht lange rumzurennen. Ich weiß, wo der Rest ist. Ich weiß, wo der Rest ist. Und zwar müssen wir einmal hier oben lang. Aber unmöglich selbst zu finden. Keine Ahnung. Den einen oder anderen vielleicht. Okay. Wenn man die Hinweise von den Charakteren versteht. Aber ich zeig's euch. Hier ist einer. Was zur Hölle? Da war eine. Seltsam, nicht wahr? Wäre ich nie drauf gekommen. So, dann haben wir noch eine hier unten. Warum sollte man da denn suchen? Verstehe ich nicht. So. Und dann gibt's noch eine unten bei diesem kleinen Mädchen. Da müssen wir zurück in die zweite Welt, glaube ich. Ich glaube, die zweite Welt war's. Ja, genau. Genau, genau. So, dieses kleine Mädchen hier auf der linken Seite. Die hier. So, die sagt nämlich hier mit der Abkürzung und die Abkürzung, und das ist alt, also das ist so total wahnsinnig. Ist hier hinten lang. Was zur Hölle? Das war die Abkürzung. So, und jetzt kriegen wir von ihr die Münze. Total wahnsinnig, ich sag's euch. Und dafür kriegen wir die Münze. So, wir gehen nochmal in den Shop. Müssten jetzt eigentlich ja alles kaufen können, ne? Welcome. Ah ne, guck mal, da fehlt immer noch was, ne? Immer noch keinen. Wir können das jetzt holen, da fehlen aber immer noch 2 Münzen. Uns fehlen 2 Münzen. Warum? Wo sind die? Vielleicht können wir jetzt mit dem... Ne, den haben wir schon. So, es sind ja immer noch 2 Münzen, die aus sind. Aber wir haben sonst überall alles gesammelt, glaube ich, ne? Mensch, kann die hier... Habe ich? Ja. Hm. Ja, auch hier... Ich glaube, die Münzen haben wir alle gesammelt. Auch am Anfang. Ah, ich weiß noch, wo eine ist. Ich weiß, eine weiß ich noch. Dann fehlt auch nur noch eine. Und das ist hier bei dem Typ. Da sehen wir sie. Zack. So. Eine Münze fehlt noch. Aber die haben wir doch. Die hier haben wir ja alle fertig gemacht. Ne? Da haben wir, glaube ich, auch alle Münzen gesammelt.
Wo ist denn dann die letzte Münze? Sagt nicht noch irgendeiner, wir sollen zurückkommen, wenn nur noch eine Münze fehlt? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht er hier. Vielleicht war es er hier. Nee. Für die Viecher. Viecher sagt auch nichts. Nee. Vielleicht hier noch irgendwo. Eine Münze! Wir brauchen die letzte Münze, Leute. Okay, hier ist auf jeden Fall nichts mehr, vermute ich. Hier haben wir auch alle Münzen gesammelt, ne? Was war denn hier nochmal? Ah, hier war der Boss. So, haben wir. Hier oben habe ich schon geguckt, ne? Wie sieht's denn hier aus? Was ist mit dir? Hier ist auch nichts mehr. Seltsam. Die letzte Münze, ich werd wahnsinnig. Bei der weiß ich nämlich leider nicht, wo sie ist. Und wir haben alle Level durch, wir haben alle Münzen, wir haben hier die Münzen, ja, wir haben alle Münzen. Wo fehlt uns denn jetzt die letzte Münze? Was ist mit dir hier nochmal? Achso, ja. Vielleicht ist hier noch irgendwo eine. Ne? Leider nein, leider gar nicht. Oh, hier. Moment. Da kann man durch. Bringt das was? Hat das jetzt was gebracht? Nee. Aber da hinten ist doch bestimmt was. Ah, ne, es ist wahrscheinlich auch einfach nur so eine Abkürzung gewesen, ne? Ich bin so verrückt. Oh! Muss ich jetzt hier Kontaktperson spielen? Okay, wir müssen hier einfach nur Kontaktperson spielen. Rennen hier zwischen den beiden her. Der eine sagt nämlich, er hat keinen Bock, also wir haben eigentlich beide keinen Bock aufeinander. Der eine sagt mehr ist mehr, der andere sagt weniger ist mehr. Oh, jetzt haben wir die Musik geändert. Okay. Bei dem können wir die Musik jedes Mal ändern, alles klar. Kaputt gemacht. Aha. Okay, bei dem können wir die Musik ändern, aber fehlt immer noch die Münze. Was ist denn mit dir hier? Kannst du jetzt? Nee. Ja, er sagt halt, wir sehen aus wie jeder gewöhnliche andere auch. Deswegen können wir die Welt nicht so sehen wie er. Was bringt uns denn jetzt den Musikwechsel? Außer, dass der Musik gewechselt ist. Nix. Eieieiei, was ist mit dir hier? Kommen wir nicht weiter. Vielleicht müssen wir da irgendwas in den Einstellungen ändern.
Nee. Oh, wieso? Oh, was ist denn hier los? Sehe ich jetzt erst. Ich habe die ganze Zeit auf. Was zur Hölle? Okay, es macht keinen Unterschied, wie es aussieht. Seltsam. Oh, ich finde die Münze nicht. Die letzte Münze. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns nochmal um. Ich glaube, ich weiß, wo die letzte ist. Ja. Okay, ich wusste, wo sie ist. Hi Roller, wir haben ein Achievement. Wir haben unsere letzte verdammte Münze bekommen. Die Münzen, die findet doch keiner, wenn die so komisch da rumliegen. Das gibt's doch gar nicht. Leute, 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 Leute. Derjenige, der das rausgefunden hat, hat echt Zeit zu viel gehabt. Letzter Upgrade, wir kriegen wieder ein Achievement. Und können vermutlich jetzt, da wir 100% haben, auf Schwarz-Weiß umstellen. Wie machen wir das? Ganz einfach. Wir reden mit ihm hier. Oder auch nicht. Hat nichts verändert. Seltsam. Was hat das jetzt gebracht? Können wir den Teufel vielleicht nochmal auf Expert besiegen? Vielleicht geht das? Können wir überhaupt irgendwas auf Expert machen? Ah ja. Oh. Oh. Alles nochmal auf Expert spielen. Ist es das wert? Ich probiere den Teufel jetzt mal auf Expert. Das wäre schon interessant, oder? Komm, auf geht's. Teufel und Expert. No! Oh, was wäre eigentlich passiert, wenn wir Yes drücken? Kriegen wir dann auch wieder irgendwas? Das wollen wir vielleicht nochmal prüfen, ne? Okay. Er ist halt echt keine Herausforderung mehr. Oh! Ja, das war dämlich. Och Gott, ja, wie viel Zeitverzögerung. Oh, die sind neu. Die sind neu. Oha! Scheint wohl doch nicht so einfach zu sein. Na ja, gut, ist ja auch Expert, ne? Ja, ich gebe mein Bestes. Ach. Alter. Ha! Ich gehe kaputt. Oh! Ja! Ich mach mal neu. Brutal! Ach Gott, die gibt's auch noch! Ja, jetzt kommt der davon. Oh Mann! Timing, Leute, Timing! Ach! Ich mach's direkt neu, das macht keinen Sinn. Hau ab! Ah! Ja, na komm. Oh oh. Oh oh.
Nein! Der Teufel kriegt nicht genug. Ach. Oh, seitwärts geschossen. Das war dämlich. Komm. Hau ab jetzt. Ja, geht doch. Oh, was war denn das? Ah, guck mal. Wir treffen den sogar, wenn wir da hochschießen. Aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen so einen Scheiß wollen wir nicht machen. Lieber gebe ich ihm so eins richtig schön aufs Fressbrett. Oh oh. Nein! Ah, verdammt! Das war knapp. Aber wenn er ist. Haben hier oben zu viel Schaden bekommen. Ah, oh! Okay. Bis jetzt läuft's gut. Nein! Boah! Okay, er geht schon runter. Ah, und mir... Brutal. Echt. Brutal. Feuer, komm. Full drauf. Oh, oh. Ach. Oh, das können wir gar nicht abschießen. Feuer. Jetzt kommen die Tränen. Nein. 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 Oh, come on. Der hätte noch einen Schuss oder so gebraucht. Aber wir schaffen das auf Expert. Okay, so nicht. So auf keinen Fall. Nope, 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 nope. Ah, Mann, ich könnte kotzen. Das war es eigentlich auf Expert. Ach. Oh, das war dämlich. Da bin ich in die falsche Richtung gedasht. Ich wollte eigentlich nach rechts dashen. Oh, oh. Oh, oh. Okay, schon wieder nur 3 Leben. Das war im letzten Moment, würde ich sagen. Jetzt geh runter, komm. Jawohl. Wieder 3 Leben. Wir probieren's. Wir probieren's, wir probieren's, wir probieren's. Ja, eben haben wir da unnötig Schaden bekommen. Oh! Den müssen wir einen wegmachen. Dann ist das... Ei. Nein! Da Schaden zu bekommen, das ist... Das könnte unser Tod sein. Komm schon!
Nein! Ah! Wenn ihr mich sehen könntet, echt. Ich bin ja echt am Verzweifeln gerade. Oh, ja, sehr schön. Ich komme da wieder mit seinem Kram da. Nein. Ja, mit zwei Leben weiß ich gar nicht. Brauchen wir eigentlich gar nicht runter zu gehen. Och, ein Leben noch. Ja, Leute. Es tut mir echt leid, aber... Timing. Na, Ja, jetzt kommen die Kugeln, okay. Ich dachte, es käme was anderes. Ah! Aber mit vier Leben runterzugehen ist okay. Wenn wir es so schaffen, ist alles gut. Geh runter, komm. Jawohl! Let's go, vier Leben. Okay. Der Teil ist gepackt. Feuer. Schnell in die nächste Phase. Okay. Ah. Vier Leben, Leute. Der Teufel stirbt auf Expert. Sehr schön. Okay, wir kommen wieder die gleiche Endgeschichte wie sonst natürlich auch. Oh Gott. Nervlich etwas am Ende. Aber wenn wir sogar den Teufel auf Export schaffen... Ich würde aber auch fast sagen, der Teufel war nicht das Schwierigste von allem, ne? Hatten zwischendurch Gegner, die bei weitem schwieriger waren als der Teufel. Für die wir auch viel, viel länger gebraucht haben. Aber jetzt schauen wir natürlich nochmal kurz rein. Wir gehen nochmal zu unserem Onkel. Sprechen mal mit dem, was der jetzt zu sagen hat. Der hat ja nochmal zu uns gesagt, es wäre natürlich klasse, wenn wir auf Expert nochmal dem Devil geben würden. Das haben wir gemacht. Und deswegen schauen wir da jetzt nochmal rein. So, hier ist... Oh, 108%! Uhu! Heißt das, wenn wir alles auf Expert spielen, haben wir 200%? Kann das sein? Das kann sein, ne? Vielleicht können wir jetzt in den Schwarz-Weiß-Modus. Oder wir kommen erst in den Schwarz-Weiß-Modus, wenn wir auf 200% sind. Wenn wir alles auf Expert gespielt haben. Sieht so aus.
Ich bewege mich nochmal kurz in die erste Welt zum Onkel, sag dem Bescheid. Devil on Expert. Und dann schauen wir, was passiert. Wenn nichts passiert, dann, naja, haben wir wenigstens nochmal dem Teufel auf die Fresse gegeben. Verdient hat er es auf jeden Fall immer. Warum dann auch nicht zu langen? So. Ah ne, hier war der gar nicht. Hier müssen wir nochmal weiter. Außerdem haben wir jetzt auch alle Münzen gesammelt. Das muss doch jetzt irgendwas bedeuten. Okay, nix. Er braucht ein Schläfchen. Das brauche ich jetzt auch nach dem harten Fight. Und damit verabschiede ich mich ein für alle Mal bei euch von Cuphead. Ich freue mich schon auf die nächsten Teile, wenn noch was kommen sollte. Wir werden es auf jeden Fall wieder hier auf meinem Channel sehen. Ansonsten freue ich mich natürlich auf alles Kommende und freue mich natürlich auch, wenn ihr weiterhin reinschaut. Also, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht's gut. Haut rein.